Jetzt unser Rewe-Spieler des Tages mit der 2, Andi! Andi, Hüttenberg, die haben es euch am Anfang nicht so ganz einfach gemacht, oder? Ja, kann man so sagen. Wir haben schon beim Wiederstudium gesehen, dass es eine richtig spielstarke Mannschaft ist, spielen eine richtig gute, unangenehme Deckung und die sind nicht zu Unrecht in der ersten Liga und deswegen haben wir gewusst, dass wir heute schnelle Beine brauchen, obwohl wir keine mehr haben, aber wir haben gewusst, wir brauchen eigentlich. Das war jetzt das letzte Bundesliga-Heimspiel für eine etwas längere Zeit. Was könnt ihr so mitnehmen für diese Tour, die ihr jetzt vor euch habt? Ja, so weit denken wir eigentlich gar nicht. Ich glaube, wir haben hier in den letzten 5 Tagen haben wir Unglaubliches erlebt. Wir haben 3 Spiele innerhalb von 5 Tagen gespielt. 3-mal richtig gute Stimmung. Vielen Dank dafür. Und wir haben 6 Punkte. Also es schon geht in die Geschichte ein eigentlich diese Woche. Das definitiv. Richtig gute Stimmung und auch richtig viel Spaß haben wir gehabt. Aber trotz alledem, ich habe die Frage jetzt ein paar Mal gestellt die letzten Wochen. Ich bin da schon neugierig. Was bist du für ein Bustyp? Wenn ihr jetzt viel im Bus sitzt und im Mannschaftsbus unterwegs seid, guckst du Filme oder spielst du Skat oder was machst du zum Beispiel? Ich schlafe 90%. Ja, das haben wir schon gehört. Hat Patrick Grötzky schon verraten. Dankeschön, Andy. Natürlich viel Erfolg. Du bekommst da nochmal das Paket von Rewe. Unser Rewe-Spieler des Tages, Andy Schmid. Dankeschön.